Hallo zusammen, ich möchte jetzt hier mal ein kurzes Tutorial über Websysteme machen, also sowas wie Server mit Datenbank und auch PHP, also das heißt Webserver, und einfach mal so die wichtigsten Grundlagen erzählen, die man eben braucht, um jetzt irgendwie ein Websystem aufzuziehen. Genau. Ich habe dazu mal ein paar Folien auch vorbereitet, die man mal zeigen kann. Und zwar, ja, was ist jetzt überhaupt der Webserver? Der Webserver ist eigentlich ein Computer und der hat ein Betriebssystem. Das kann ein beliebiges Betriebssystem sein. Meistens ist es sowas wie Linux. Und ein Webserver dazu, das ist im Prinzip ein Programm, das auf dem Betriebssystem läuft, das eben zur Auslieferung von Webseiten da ist, ja, und da gibt es verschiedene auch. Also bekannt ist der Apache Webserver oder mittlerweile auch Nginx. Das ist eine modernere Variante eines frei verfügbaren Webservers. Dann gibt es irgendwo eine Websprache, die im Prinzip Webseiten erzeugen kann. Da gibt es verschiedene. Also man kann das mit Java machen, mit JavaScript, mit Python. Aber wir werden uns jetzt mal hier mit PHP beschäftigen, einfach aus dem Grund, weil PHP so das ganz typische, diese typische Programmiersprache ist, um Webseiten zu erzeugen. Die ist auch mittlerweile recht modern und performant und gibt es zwar schon länger, ist vielleicht nicht so cool wie was anderes, aber es ist trotzdem eigentlich eine tolle Sache noch und eigentlich sehr weit verbreitet, deswegen werden wir es uns hier mal anschauen. Genau, dann gibt es hier noch verschiedene Datenbanksysteme noch dazu, zum Beispiel MySQL, also das ist jetzt einfach, mittlerweile heißt es auch MariaDB, das ist eine ein Datenbanksystem, das eben, ja, das man installieren kann. Also MySQL gehört ja zu Oracle, aber es gibt ja diesen MariaDB, das ist quasi eine Open Source Variante davon, eine Open Source Variante. Ja, was gibt es noch? Es gibt solche Begriffe wie WAMP und LAMP. Das sind solche Umgebungen, die bestehen eben, LAMP steht eben, das ist eine Abkürzung für Linux, Apache, MySQL und PHP, das war die klassische Abkürzung. Mittlerweile gibt es auch sowas wie LAMP mit E, dass man sagt Linux Nginx, also das E steht für das Engine, MariaDB und PHP. Das ist jetzt so quasi eine modernere Umgebung. Es gibt natürlich auch Varianten mit Windows oder anderen Servern, mit Unix. Aber klassischerweise würde ich sagen, hat man so eine LAMP-Umgebung oder LAMP jetzt mittlerweile mit E. Und es gibt auch für den Entwickler sehr beliebte Konfigurationen, sowas wie Xamp oder was ich hier installiert habe, ist MAMP für den Mac. Das sind solche quasi Komplettpakete, die alles beinhalten. Also das heißt, das X steht für beliebiges Betriebssystem in dem Fall, A für Apache immer noch, für MariaDB oder MySQL und P für PHP. Und das weitere P steht dann für Perl. Da sind meistens auch noch verschiedene andere Tools mit dabei. Also ich selber, ich habe jetzt dieses MAMP für Mac. Der Vorteil an den Systemen ist, dass man sie relativ leicht zum Laufen bekommt und dass man eben alles beieinander hat, es leicht über die Oberfläche konfigurieren kann. Und ein weiterer Vorteil ist auch noch, dass ich noch irgendwelche Tools installiert habe, wie zum Beispiel so dieses PHP MyAdmin Tool, das ist dann damit vorinstalliert, damit ich irgendwie leicht eine Datenbank konfigurieren kann und das nicht über die Konsole machen muss, ne? Was man natürlich auch machen kann. Aber wenn es eben einfach und leicht und schnell gehen soll, hat sich das eben ganz gut etabliert. Genau, also das heißt, da habe ich solche Systeme und wie kann ich die jetzt einfach installieren? Ich muss natürlich runterladen. Das ist jetzt schon ein bisschen älter. Man kann dann irgendeine Batch-Datei ausführen oder installieren.
Und dann muss man den Pfad ändern zu seinem Web-Root-Verzeichnis. Das heißt, das Web-Root-Verzeichnis, das ist im Prinzip das Verzeichnis, wo die ganzen HTML-Dokumente dann sich befinden. Also das heißt, das wäre halt dann irgendwie zum Beispiel hier Users, Mac Mini, Documents, Webspace wäre was, wo man das machen, hinlegen könnte, wenn man so einen Computer hat. Das kann man natürlich, da gibt es eine Datei, die heißt httpd.conf und da kann man diesen Pfad eben anpassen. Das muss man an zwei Stellen machen. Einmal, da steht irgendwie Document Root in Anführungszeichen und einmal Directory. Da kann man das ändern. Wenn man jetzt so ein System hat wie eben MAMP, das kann ich mal kurz zeigen, dann habe ich im Prinzip das relativ leicht. Also ich habe hier das einfach offen, das kann ich hier einfach aufrufen über das Icon und dann kann ich hier einfach das Stammverzeichnis auswählen. Ich habe jetzt hier in meinem Home-Verzeichnis liegt einfach ein Ordner htdocs. Da kann ich das dann machen. Ich kann natürlich auch ein anderes Verzeichnis auswählen, das muss ich dann einfach auswählen, dann passt das. Ich kann dann aussuchen, welchen Server ich gerne hätte, also Apache oder Nginx. Ich kann da verschiedene andere Konfigurationen machen, wie PHP-Version auswählen, den Port, also zum Beispiel Apache-Port. Das wäre dann der Port, unter dem eben die Webseite verfügbar ist. Das wäre jetzt hier 8888 und MySQL, den Port kann ich auch extra einstellen für den SQL-Server, also den SQL-Server. Ja, und da kann ich das natürlich alles starten und stoppen. Ja, und wenn es dann läuft, dann kann ich einfach irgendeine Datei anlegen, zum Beispiel eine hallo.html-Datei. Die kann ich dann speichern in meinem Ordner, in meinem htdocs-Ordner, wie man sieht hier unten. Da liegt die Datei drinnen, in meinem Root-Verzeichnis. Und dann kann ich über die Webseite das Ganze einfach aufrufen, localhost. Port 8888, Hallo HTML und dann erscheint eben diese Meldung. Ja, das ist dann einfach nur eine HTML-Seite mal ausgeliefert. Das ist natürlich jetzt kein Mordshexenwerk, aber zum Testen ist es vielleicht ganz gut. Dann sieht man mal auch, dass das Ganze läuft. Und ja, dann habe ich das installiert quasi. Ja, und dann geht es eben weiter. Dann geht es eigentlich mal Richtung Datenbanken, weil wer möchte ja irgendwo nicht nur statische HTML-Seiten ausprobieren, sondern man möchte irgendwo auch quasi, das ist ja der Sinn von so einem Webserver, irgendwo, dass man eine Datenbank irgendwo angebunden hat. Und Datenbanken bestehen eben aus verschiedenen Tabellen. Und Tabellen sind einfach tabellarisch strukturierte Daten. Zum Beispiel habe ich jetzt hier zwei Tabellen. Die eine heißt Student. Also neutral, geschlechterneutral jetzt. Ich hätte es auch Studierende nennen können natürlich. Und in dieser Tabelle kann man jetzt meinetwegen einen Vornamen, einen Nachnamen und ein Semester speichern. Und es gibt noch irgendwie Hochschulen. Da kann man verschiedene Hochschulstandorte anlegen mit Postleitzahl und mit Gründungsjahr. Also man kann ja dann beliebige Informationen speichern. Das sind ja nur irgendwelche Fantasiebeispiele. Was man jetzt so bei verschiedenen Datensätzen hat, ist ja das, dass die irgendwo miteinander in Beziehung stehen. Ja, dass ich hier zum Beispiel eine Hochschule habe und die Hochschule, die hat jetzt verschiedene Vorlesungen und die Vorlesungen, die haben jetzt verschiedene Dozenten. Und die Vorlesungen haben auch Studenten oder so. Also das ist eigentlich das, was ich habe, so ein Geflecht. Das kann man natürlich irgendwo so ein bisschen in so einer UML-Syntax eben auch mal anzeigen. Also das heißt, die Vorlesungen haben Studenten. So rum muss man das dann lesen. Also das heißt von oben nach unten. Die Vorlesungen haben Studenten. Die Hochschule hat Studenten. Und die Hochschule hat auch Dozenten. Und das wäre jetzt im Prinzip so die ja, Klassifikation des Ganzen, ja, und die
Vorlesungen, die haben halt verschiedene Felder jetzt, wie nämlich Name, Studenten, Dozenten und Teilnehmer. Und da sieht man schon auch, dass es irgendwo eine Beziehung gibt. Ne? Das heißt, weil nämlich die Vorlesung Studenten hat, sind die natürlich irgendwo da referenziert. Ne? Da muss es irgendwo eine Beziehung geben. Und nicht, damit nicht genug, das geht natürlich noch weiter. Man hat natürlich jetzt zum Beispiel auch Studenten, die sind natürlich irgendwo Personen und Dozenten sind auch Personen. Das heißt, wenn ich sowas wie einen Adressdatensatz habe mit Namen und was weiß ich, Adresse und so weiter, dann wäre es eigentlich ungünstig, wenn ich getrennte Datensätze hätte für Adressen oder Personen oder so. Ne? Das ist ja, das kennt man ja von der objektorientierten Programmierung auch, hoffe ich, dass man sagt, man hat irgendwie eine Superklasse. Und so ist es eigentlich jetzt auch, wenn man eine Datenbank anlegt. Da muss man dann auch überlegen, gibt es da so eine Art Klassifizierung vielleicht irgendwo, damit man jetzt zum Beispiel nicht das Problem hat, wenn man jetzt irgendwie meinetwegen jemand, der ist an der Hochschule als Student, ist aber auch irgendwie Mitarbeiter vielleicht als wissenschaftliche Hilfskraft. Wenn der dann zweimal auftauchen wird mit zwei verschiedenen Adressdatensätzen, wäre das natürlich sehr schlecht. Und deswegen wäre das eben gut, wenn man das irgendwo so hierarchisch noch mit Vererbungshierarchie realisiert, das Ganze. Wenn man jetzt eine Klassendefinition machen wird, dann wird das eben genauso ausschauen. Da hätte man eine Klasse Person und dann hätte man jetzt eine Klasse Student, die eben von Person alles erbt. Und eine Vorlesung, da wäre im Prinzip dann eine Referenz auf diese Students eben da. Ne? Ja, das Ganze kann man natürlich auch relational betrachten. Und da ist es so, wenn man jetzt eine relationale Datenbank hat, dann ist es eben genau das, dass ich eigentlich diese Sachen, die man jetzt vielleicht auch von der Objektorientierung kennt, auch eben mit so einer Beziehung eben sich irgendwo modellieren kann. Und es gibt hier da oben, da sieht man mal so Symbole, die eben für diese Relationen stehen. Da hat man zum Beispiel A und B oben in einer 1 zu 1 Beziehung. Das kann man jetzt mit so einer Notation so ausdrücken, dass man sagt, diese Striche, das sind im Prinzip die Einser, ne? Also 1 zu 1. Es gibt ein A für ein B und umgekehrt. Ne? Das ist, wenn man es jetzt als Graph sich anschaut, dann wäre das eben so A, B, 1 zu 1. 1 zu n Beziehungen kann man dann vielleicht so ausdrücken, dass man sagt, hier ist der Strich. Und bei n, da hat man dann hinten so eine Verzweigung noch, das bedeutet eben eins oder mehrere. Sagt man auch Krähenfußnotation dazu, weil das eben solche ja, Verzweigungen aussieht wie Krähenfüße. Als Graph wird man das jetzt so aus, könnte man das jetzt so darstellen, dass man sagt, A hat mehrere Bs eben, ne? Hat Beziehung zu mehreren Bs und jedes B hat aber nur, alle Bs haben nur zu einem A eine Beziehung. Es gibt natürlich eine komplette Vernetzung, das heißt, es wäre so eine M-zu-N-Beziehung. Das könnte man jetzt so ausdrücken, dass ich sage, das A hat eben zu mehreren Bs Beziehung und die Bs auch zu mehreren As. Das wäre dann eben als Graph so, könnte man das dann darstellen. Es gibt dann noch so, wenn man diese Notation sieht, dann noch so diese Sache, dass ich sage, ich habe hier noch na, zu mehreren. Oder zu keinem. Also das, wenn man hier noch so einen Kreis hat, dann bedeutet das eben conditional, also oder auch zero. Na, das heißt einfach optional einen oder mehrere Bs oder auch umgekehrt, das B hat optional ein A oder ein keins. Ne? Keins oder eins im Prinzip. Genau. Ja. Wenn man das jetzt als Tabellen realisieren will und man hat jetzt im Prinzip so dieses Hochschulkonstrukt, das ich gerade schon erzählt habe, dann hat man eben die Hochschule,
bietet an Vorlesungen. Das heißt, eine Hochschule hat mehrere Vorlesungen oder auch keine. Das ist jetzt gerade in Zeiten von Corona vielleicht der Fall. Andersherum gibt es natürlich mehrere Vorlesungen an einer Hochschule. Und dann gibt es eine N-zu-N-Beziehung. Das heißt, an der Vorlesung nehmen teil mehrere Studenten und die Studenten besuchen mehrere Vorlesungen. Und jeder Student ist eine Person und ja, das ist quasi die Vererbung, die man dann ausdrücken kann. Und jetzt kann man das natürlich relativ einfach in diese Tabellenform überführen und zwar einfach so, dass man sagt, okay, die Hochschule, die hat jetzt irgendwie Namen natürlich, dann ist es immer günstig, wenn man sowas hat wie eine ID, das heißt irgendeine eindeutige Bezeichnung und da eignet sich einfach eine fortlaufende Nummer ganz gut dazu. Da hat man hier ID 1 und 2 und so weiter. Das ist quasi diese Eindeutigkeit, die eignet sich dann auch gut, dass das eben der Primärschlüssel ist. Das heißt, das eindeutige Merkmal, nachdem man irgendwie eine Hochschule oder auch eine Vorlesung identifizieren kann. Also diese IDs, die kann man natürlich überall verwenden. Da ist es jetzt so, okay, die Vorlesung, die hat jetzt vielleicht noch auch einen Titel, irgendwelche ECTS. Und dann ist es so, dann gibt es hier einen Fremdschlüssel, an welcher Hochschule die stattfinden. Ja, die Hochschul-ID ist im Prinzip der Fremdschlüssel, der diese Verknüpfung an die Hochschule macht. Ja. Und so 1-zu-N-Beziehungen, eben wie Hochschule und Vorlesung, das kann man eben ganz gut so realisieren, dass eben jetzt in dem N im Prinzip der Fremdschlüssel zu dem 1 sozusagen dem Datensatz der Hochschule eben auftaucht als Fremdschlüssel. Genau. Das kann ich bei der Vererbung auch machen. Oder? Da kann ich sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Person, die hat auch eine ID. Und dann kann ich sagen, der Student ist eine Person, indem ich einfach die als Fremdschlüssel die Personen-ID oder Person-ID damit integriere, dass ich einfach sage, welche Person ist es denn? Und dann gibt es hier quasi einen Fremdschlüssel auf den jeweiligen Datensatz. Da ist es natürlich so, dass jetzt Studenten natürlich nur immer eine Person als Referenz dann haben. Und ja, was da noch bleibt, ist diese N-zu-N-Beziehung. Und da muss ich im Prinzip Folgendes machen. Da muss ich immer bei sowas eine eigene Tabelle mit den nur für diese Relationen anlegen. Ich habe dann eine Tabelle, die nur für die Relation steht, eben Student-Vorlesung oder Student-Vorlesung. Da habe ich dann eben eine Zuordnung Student-ID, Vorlesung-ID. Das heißt, Student 1 hat die Vorlesung 1, Student 1 hat aber auch die Vorlesung 2. Und so kann ich im Prinzip N-zu-N-Beziehungen machen, weil nämlich natürlich auch die Vorlesung mehrere Studenten haben kann und der Student mehrere Vorlesungen. Ja, jetzt gibt es da noch was, das ist, nennt sich Normalformen. Und das ist eigentlich auch ein wichtiges Konstrukt. Und zwar, ich blende mich mal kurz wieder ein. Diese Normalformen, da gibt es die erste Normalform, die sind dazu da, dass man vor allem die Konsistenz dieser Datensätze gewährleistet. Also zum Beispiel, ich habe hier eine Vorlesung und ich könnte es ja so machen, dass ich jetzt irgendwo mir überlege, okay, ich mache jetzt hier einfach ein Feld Studenten und in dieses Feld Studenten, da werden einfach Komma getrennt, die einzelnen IDs von den Studenten rein
geschrieben. Das gibt es auch wirklich. Ich habe das auch schon öfters gesehen, dass das Leute so machen. Irgendwie halt auch quasi im professionellen Umfeld leider. Das ist natürlich keine gute Sache, weil es ist ja auch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Studenten lösche, dann müsste ich dann irgendwie auch die Nummer aus diesem Stringfeld, das es ja dann auch ist, rauslassen, löschen irgendwo. Und da kann es ja nicht sein, dass es dann irgendwie Inkonsistenzen gibt, weil der Student vielleicht gar nicht mehr da ist, aber da noch irgendwie auftaucht, weil es vergessen worden ist, den da rauszunehmen. Und deswegen muss man das natürlich anders regeln. Das heißt, Studenten muss man als eigene Tabelle natürlich anlegen, dass ich sage, okay, es gibt da eine ID und dann eine Personen-ID und dann eben den Student als extra Feld und dann kann ich eben mehrere Studenten einfach anlegen in der Tabelle und die können natürlich dann, wie wir es vorher hatten, auch so eine Studentenvorlesung-Beziehung bekommen. Ja, diese zweite Normalform, die es da noch gibt, ist folgendes, also da sagt man dann, da muss es in der ersten Normalform, muss natürlich die Tabelle schon mal als Voraussetzung sein. Und da, dann gibt es keine funktionalen Abhängigkeiten von Teilschlüsseln. Alle Nichtschlüssel sind nur vom Schlüssel abhängig. Ja. Man kann das so verstehen, dass man sagt, man hat irgendwie keine zwei Tabellen zusammengefasst zu einer. Oder wenn man es jetzt mit objektorientierter Programmierung vergleicht, dass man sagt, man vermischt jetzt zwei Klassen. Also hier, da habe ich zum Beispiel die Vorlesung und habe da aber auch gleich den Dozenten mit rein integriert. Das sind im Prinzip zwei Konzepte irgendwo. Da habe ich die Vorlesung und das Konzept Vorlesung und das Konzept Dozent. Und das kann ich natürlich irgendwo trennen. Da kann ich irgendwo sagen, ich teile das auf. Und das wäre natürlich gut, wenn man sagt, der Dozent ist jetzt eine eigene Tabelle, eigene Klasse und da gibt es eben einen Fremdschlüssel, vielleicht nur noch auf diesen Dozenten. Ja, genau. Also wenn die Konzepte vermischt sind sozusagen, dann ist es nicht in der zweiten Normalform. Dann gibt es noch die dritte Normalform. Und da ist es so, dass die Voraussetzung die zweite Normalform und dass es keine transitiven Abhängigkeiten gibt. Das hört sich auch immer so schwierig an und ich denke mir immer, dann könnte man einfach auch wieder jetzt das mit objektorientierter Programmierung vergleichen und zwar mit der Vererbung. Und dass ich, wenn ich sowas habe wie eine Elternklasse, die da irgendwo mit drin steckt, dann kann ich die quasi auslagern. Ne? Zum Beispiel bei dem Student, wenn der eben jetzt hier Vorname, Nachname und Versicherungsnummer hat, dann kann ich das vielleicht auslagern hier das Ganze und zwar als eigene Tabelle Person, so wie ich es hier habe, ne, diese Vererbung. Da habe ich dann eben diese indirekten Abhängigkeiten dann auch eben raus extrahiert. Ne? Also so sieht es ja erstmal ganz vernünftig aus, dass ich habe ein Wenn ich sehe, ich habe einen Student mit Vorname, Nachname und Versicherungsnummer. Das kann aber auch eine Person sein. Das heißt, wenn das woanders nochmal vorkommt, dann muss ich das natürlich auslagern. Genau. Ja, genau. Und bei den Normalformen, da muss ich eben wirklich schauen, dass ich eben Redundanzen vermeide. Gerade wenn ich eben halt eine größere Datenbank modelliere, dann ist das natürlich ganz wichtig. Wenn es jetzt wirklich nur Studenten gibt, wäre es vielleicht sinnvoll, das anders zu machen. Oder durchaus möglich, aber wenn, naja, wenn man das irgendwie mal erweitern will, das Ganze, dann ist es immer ganz gut, wenn man das eben schon anders modelliert hat vorher. Ja, okay, jetzt gibt es da noch das, dass ich sage, ich habe diese Datenbank jetzt einfach mal modelliert. Und dann möchte ich jetzt verschiedene Dinge machen mit so einer Datenbank.
Und zwar möchte ich auf jeden Fall mal Daten erzeugen, also eintragen in die Datenbank. Ich möchte sie auch wieder auslesen können. Ich möchte auch die Daten verändern können und löschen können. Ja, da gibt es diese Abkürzung CRUD, Create, Read, Update, Delete. Das will ich einfach mit Daten immer machen. Wenn ich es nicht mehr löschen kann, dann wird die Datenbank immer größer. Update, ich möchte es natürlich ändern können und so weiter. Also das ist eigentlich das, was ich mit der Datenbank normalerweise machen will. Und da muss ich eben, das kann ich mit PHP machen und mit MySQL, also mit dieser Sprache, Datenbanksprache. Ja, und wie das funktioniert, das kann man sich natürlich hier mal anschauen. Also mit SQL oder SQL, sage ich halt jetzt einfach, kann man das so machen, dass ich einfach mal grundsätzlich mal eine Tabelle anlege. Ich muss natürlich die Datenbank auch erstmal anlegen, das habe ich jetzt unterschlagen. Aber rein vom Prinzip, wenn man jetzt überlegt, man hat jetzt vielleicht eine Datenbank vorliegen, ich kann das auch da mal zeigen, dann kann ich mit Create Table, mit dem Kommando, mit dem SQL-Kommando eine Tabelle beschreiben. Das geht dann in runden Klammern, werde ich dann diese einzelnen Felder beschreiben. Also ich habe dann das Feld ID, Vorname, Nachname und Profile vielleicht. Also man kann natürlich sehr viel mehr machen. Das sind jetzt auch nur kleine Beispiele. Die ID, das ist immer dann dieser Primärschlüssel, der ist dann eben nicht null, soll er sein, und der Primary Key, und der soll sich automatisch um 1 erhöhen, wenn ich einen neuen Datensatz anlege. Deswegen steht hier Auto Increment. Dann habe ich jetzt hier zwei Felder mit Charaktern, also mit Zeichen, alphanumerischen Zeichen. Und zwar maximal 128, und das darf auch nicht leer sein, das Feld. Ich kann bei manchen Feldern fordern, dass sie halt nicht null sein dürfen. Vorname, Nachname. Und dann habe ich noch einen längeren Text, der eben das Profile ist. Das ist quasi dynamisch großer Text. Diese Varchar-Felder sind natürlich performanter. Vielleicht ist es auch zu viel, 128 Zeichen dafür zu veranschlagen. Je kürzer die sind, desto performanter wird auch die ganze Datenbank, sofern das irgendeine Rolle spielt. Man hat hier noch eine Tabelle Student mit auch wieder mit ID, die sich automatisch erhöht. Den Fremdschlüssel Person ID, der auch not null sein darf, und das Semester. Man kann natürlich dann irgendwie das Ganze noch schlauer verknüpfen, aber im Prinzip legt man jetzt einfach mal so Tabellen an. Und dann kann man natürlich, also der Create heißt ja nicht nur Tabellen erzeugen, sondern dann auch einfach Datensätze anlegen. Und da gibt es dann mit Insert, kann man dann Datensätze einpflegen in die Datenbank. Insert into Person, also da muss man dann die Tabelle angeben. Und Values, und dann kann man einfach mit Komma getrennt die einzelnen Werte angeben und dann kann man da Werte hineinschreiben. Wie lese ich jetzt Datensätze? Das kann ich jetzt machen, indem ich das Select-Kommando nehme. Ich kann zum Beispiel mal alles rauslesen von der Tabelle. Select Stern, also steht für alles. Das ist eben so eine Wildcard. Select Stern from Person liest eben alles aus der Tabelle Person aus, Select from Person, where ID gleich 1. Da filter ich quasi mit where, und da kann ich sagen, da kann ich da irgendeine Bedingung angeben und kann sagen, ID gleich 1 liefert mir eben einen Datensatz mit der ID 1. Ich kann auch nur verschiedene Spalten auslesen, dass ich sage ID und Name. Select ID Name from Vorlesung, where Hochschul-ID gleich 1. Also alle Vorlesungen von der Hochschule 1 kann ich mir mal die Namen angeben lassen.
Oder ich kann auch Folgendes machen: Ich kann natürlich irgendwo Tabellen, die was miteinander zu tun haben, auch irgendwo verbinden, weil ich habe ja gerade schon das gehabt bei dem Studenten. Da war es ja so, da haben wir es hier, da auch, ne? Der Student, der ist ja eine Person und das ist ja eine extra Tabelle gespeichert, das sieht man hier, ne? Also das heißt hier, der Student und die Person sind ja zwei Tabellen. Ich hätte aber gerne den Namen vom Studenten, ne? Das ist ja Person-ID, vom Studenten 2 hätte ich gerne den Namen und ich muss dann diese Datenbanken, diese Tabellen irgendwo verschmelzen. Und das kann ich dann eben mit so einem Join machen, dass ich eben sage, Select Nachname und Semester möchte ich vom Studenten haben, beides. Ja. From Person Join Student. Also das heißt, die kann man irgendwie verbinden. Und dann muss ich sagen, wie on Person ID gleich Student.Person ID. Das heißt, wenn die ID von der Person eben die gleiche ist wie die Person-ID vom Student, dann verbinde die Datenbanken quasi zu einer. Und dann kann ich natürlich jetzt mal den Namen mir auswählen vom Studenten, where Nachname gleich Meiler. Also von dem bekomme ich jetzt, das ist natürlich sinnlos, ich hätte da vielleicht den Vornamen Namen nehmen können oder irgendwas anderes, aber ich kann natürlich irgendwo auch da Bedingungen angeben. Ne? Also allgemeine Form x join y und x.a gleich y.a. Ja, das Update habe ich noch. Also Update bedeutet, ich möchte einfach Sachen ändern können und das ist natürlich jetzt relativ simpel. Ich kann sagen, Update Person set Nachname gleich Müller, wäre Nachname gleich Meiler. Das wäre so vielleicht, was weiß ich, wenn jetzt alle Müllers plötzlich Meiler heißen, ist natürlich jetzt sinnlos, weil wenn jetzt der oder die Frau Müller oder der Herr Müller geheiratet hat oder einen neuen Namen annimmt, dann trifft es natürlich nicht für alle Personen zu, die Müller heißen, aber die Möglichkeit ist natürlich da, das komplett zu ändern. Ja, dann kann ich natürlich irgendwas löschen auch, ne, mit Delete und kann natürlich sagen, okay, mit Delete kann ich jetzt irgendwie was droppen, kann sagen, die ganze Tabelle wegschmeißen, das ist ja dann mehr so administrativ, aber ich kann jetzt auch beim laufenden, was weiß ich, Programm auch sagen, Delete from Student wäre Semester größer 9, das wäre jetzt einfach ganz sinnvoll, wenn man sagt, okay, die haben jetzt irgendwie ihre maximale Studentensemesterzeit überschritten und dann werden sie automatisch exmatrikuliert oder so. Ja, das war jetzt im Prinzip diese SQL-Seite. Und jetzt gehen wir mal kurz auf diese PHP-Sachen ein, also PHP-Syntax. Es ist ja so, ich habe ja auch schon jetzt verschiedene Sprachen hier in den Tutorials hier vorgestellt. Bei PHP ist das auch alles so ähnlich wie in den anderen dynamischen Sprachen, also wie bei Python und wie bei JavaScript. Da gibt es eigentlich ähnliche Dinge, bloß mit einer leicht anderen Syntax. Ja. Grundsätzlich muss man sagen, PHP-Variablen fangen immer mit einem Dollar an, grundsätzlich. Und da kann man jetzt halt verschiedene Sachen anlegen, wie zum Beispiel einfach mal Arrays, weil das auch so eine wichtige Sache ist. Ich kann hier zwei Arten anlegen, also ich kann sagen Array und einfach mal beliebige Werte angeben, Komma getrennt, dann habe ich eben ein Array mit verschiedenen Elementen. Ich kann aber auch so diese Dictionaries machen mit Key und Value, wo eben im Prinzip der Index der Key ist. Also das heißt, hier mache ich das auch, dass ich eben sage Array, Klammer auf und dann Key und dann Pfeil Value. Key 2, Pfeil Value. Und der Pfeil,
der ist jetzt einfach ein ist gleich und ein größer Zeichen. Das soll dieser Fall sein. Dann kann ich natürlich das so machen und kann das eigentlich auch mischen, was man aber eher weniger machen sollte. Dann gibt es noch solche Funktionen, dass ich sage, okay, unset löscht irgendwie ein Element aus einem Array raus, zum Beispiel den zweiten Wert aus dem Array 2, 0, 1, 2, das geht auch wieder mit 0 los. Unset, irgendwie ein Array, Variable, löscht das ganze Array aus dem Speicher. Dann kann ich mir die Länge von einem Array natürlich geben lassen mit Count und dann die Variable angeben. Das kann ich auch machen. Und ich kann auch sagen isSet und kann irgendwie eine Variable angeben, auch ein Array. Und das ist eigentlich wichtig, weil ich ja auch dynamische Sprache habe mit PHP und wenn das eben nicht gesetzt ist, dann ist eben dieses isSet gibt dann eben false zurück. Also isSet ist eine wichtige Sache, um überhaupt einmal zu prüfen, gibt es da überhaupt eine Variable. Braucht man oft bei irgendwelchen Anfragen, dass ich sage, gibt es diesen Parameter, diesen GET-Parameter überhaupt? Das kann ich mit isSet dann überprüfen. Ja, wie kann ich jetzt, das ist immer die Frage, wie kann ich jetzt durch Arrays durchiterieren? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten in PHP, wie es in den meisten anderen Sprachen auch der Fall ist. Ich kann zum Beispiel mit einer klassischen Vorschleife, die sieht dann in PHP auch so ähnlich aus wie in anderen Sprachen, kann ich eben durch ein Array iterieren. Ich kann zum Beispiel hier das Array mit 43, 42, 41, diesen Zahlen, kann ich durchlaufen, indem ich sage $i, also das ist die Laufvariable i gleich 0, $i kleiner Count, $r, das ist im Prinzip die Länge von dem Array. Die Länge wäre jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Nachdem es mit 0 angeht, muss ich natürlich auch Count nehmen und kleiner. Dann wird das, läuft eben die Schleife so, dass i von 0, 1, 2, 3, 4 wird, obwohl es eben eine Länge von 5 hat, das Ganze. Dann ist hier dieser Inkrementoperator erhöht das i um 1. Das ist die klassische Vorschleife, die gibt es hier auch in PHP. Es gibt dann $r, $i ist dann eben der Indexzugriff auf den einzelnen Wert. Und Echo ist jetzt auch mal so ein Kommando, um das einfach auszugeben. Ich könnte das jetzt ja hier auch in mein PHP-Programm jetzt mal zum Testen ausprobieren. Hier, wenn ich jetzt hier ein Hallo PHP-Programm habe, dann kann ich das jetzt hier einfach mal reinkopieren, speichern. Und kann das natürlich auch einfach laufen lassen in meinem Webserver irgendwo. Ja, und kann dann hier die Zahlen mir ausgeben lassen. Das ist jetzt halt ohne Leerzeichen. Deswegen sieht das hier so komisch aus. Da könnte man dann noch ein Echo, sowas Leerzeichen dazu machen. Und dann wäre das eben ein Fehler, weil ich was vergessen habe. Und zwar habe ich vergessen, einen Strichpunkt zu machen. Strichpunkt wäre natürlich auch gut so. Jetzt. Genau. Ja. Es gibt da natürlich verschiedene Möglichkeiten, durch so Arrays durchzuiterieren. Zum Beispiel mit einer For-Each-Schleife. Das ist so, dass ich sagen kann, okay, for each. Und jetzt ist es leicht andere Syntax, wie man es jetzt vielleicht von anderen Sprachen kennt. Ich gebe dann erst das Array an. Ich sage für jedes Element aus dem Array as value, gib mir mal das Value aus. Ja. Also bei diesem Array wird dann eben die Variable Value zu jedem einzelnen Element in dem Array. Ich kann das auch bei diesen assoziativen Arrays machen,
also diesen Dictionaries, da kann ich sagen, for each, für jedes einzelne Element in dem R2 Array as key file value. Und dann kriege ich nicht nur die Value, sondern den Key auch noch. Dann kann ich den Key und die Value ausgeben und geht auch. Ich kann übrigens Strings gleich Variablen in Strings schreiben und die quasi auswerten lassen in den Strings, indem ich einfach Dollar Variable in die Strings schreiben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die überhaupt die ganzen Variablen mit dem Dollarzeichen anfangen, damit ich die eben in diesen Strings gleich irgendwo angeben kann. Weil ja, da geht es ja vor allem um die Erzeugung von diesen Strings mit Echo eigentlich. Ja, jetzt ich gehe jetzt so dieses Model View Controller Ding mal durch. Also, dass ich sage, mein Datenmodell, das ist die Datenbank. Also, ich lege jetzt eine Datenbank an. Das kann ich einfach so machen, indem ich sage hier Create Database. Also, wenn ich es über die Konsole machen wollen würde, könnte ich das so machen, indem ich eben MySQL direkt aufrufe und dann dieses SQL Statement angebe. Das kann ich natürlich auch machen, indem ich jetzt einfach irgendwo hier, da habe ich jetzt diese Datenbank, die kann ich natürlich irgendwo anlegen über diese PHP, meine Admin-Oberfläche. Na, da kann ich jetzt hier auf Neu klicken und kann dann da eine Datenbank anlegen. Ich mache das jetzt mal so. Mal so daneben. Also ich habe hier im Prinzip ja, einfach diesen Neu-Knopf, da kann ich mal hier reinklicken und kann jetzt in eine Datenbank anlegen. Ich habe hier schon diese Info-Datenbank angelegt. Ich nenne es jetzt einfach mal Adressen. Genau, und dann muss ich hier noch angeben, was ich für eine Zeichenkodierung gerne hätte. Also da nehme ich jetzt UTF-8 General. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, ganz eine gute Wahl. Da muss man aufpassen, dass das immer konsistent ist, wenn ich die Datenbank exportiere auch. Okay, und dann kann ich hier natürlich noch eine Tabelle anlegen. Die nenne ich jetzt einfach mal Mail. Sowas. Ne? Die hat dann mal drei Spalten. Und da kann ich jetzt die Spalten irgendwie benennen, ID, Name, Mail, I. Kann man hier einfach mal diese Varchar-Sachen angeben. Machen wir das. So. Mal das doch größer machen. Genau, und dann kann ich das eben speichern. Ich kann das hier natürlich über diese Maske noch schön einstellen, dass ich jetzt hier noch Auto-Increment zum Beispiel anhake und mache dann OK. SQL-Vorschau kann ich auch mal machen. Das ist dann eben auch der, was dann hier rauskommt, ist eigentlich, der generiert mir hier, wenn ich das hier so über diese Masken mache, einfach diese SQL, das SQL Statement, Create Table Adressen, Punkt Mail, ID, Int, Not Null, Auto Increment, Name, Varchar, 32 Not Null, Mail, Varchar, 64 Not Null, Primary Keys, ID. Genau, dann kann ich das im Prinzip dann schließen und speichern, anlegen und dann habe ich diese Datenbank angelegt, da ist jetzt noch nichts drin. ID, Name, Mail. Genau. Ich kann natürlich hier immer auch dieses SQL-Statement direkt eingeben, aber ich wollte das jetzt einfach mal zeigen, wie ich das über diese PHP MyAdmin-Oberfläche relativ schön und schnell erledigen kann auch. Genau, Tabellen anlegen. Dann kann ich hier Name, E-Mail, das wären jetzt hier nur zwei Felder.
Und dann könnte ich hier ein Formular anlegen, das mir im Prinzip diese Einträge macht in die Datenbank. Also Formular wäre jetzt im Prinzip eine reine HTML-Seite. Und als Action wird eben das PHP-Skript antwort.php aufgerufen mit Post-Methode. Das bedeutet, dass die Daten in den HTTP-Header geschrieben werden und nicht als GET-Variablen hinter die Anfrage dran gekettet werden. Ja. Dann habe ich hier eine Tabelle mit verschiedenen einzelnen Zeilen, also einmal mit Vorname, Inputname gleich Vorname und Inputname gleich E-Mail. Da kann ich was reinschreiben in diese Inputfelder. Und dann habe ich einen Button, Input-Type gleich Submit. Und wenn ich dann eben auf Absenden klicke, dann werden diese einzelnen Variablen als Post-Variablen an dieses Antwort-PHP geschickt. Ja. Und das kann ich natürlich auch auswerten. Da kann ich sagen, okay, ich nehme jetzt diese Daten entgegen auf der PHP-Seite und kann mir die mit Echo einfach mal ausgeben lassen. Da gibt es dann diese Variablen, die sind dann unter der Post-Variable, das ist dann so ein Array, verfügbar, $Post, Vorname, wäre dann im Prinzip das, was ich eben mit Post als Vorname, Name gleich Vorname weggeschickt habe. Also diese Name gleich Attribute in HTML, die werden eben dann, die kommen auf der PHP-Seite eben als diese $Get oder $Post-Variablen Indizes an in diesen einzelnen Arrays wie Get oder Post. Dann habe ich die quasi am Server schon erhalten, die Daten, und jetzt muss ich sie in diese Datenbank hineinspeichern. Ja, das ist das, was noch nicht passiert ist. Und dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das hier der Vollständigkeit halber nochmal in zwei mögliche Dinge aufgetrennt. Und zwar gibt es da eben die alte Variante, PHP kleiner 5.1, und die neuere Variante eben größer 5.1. Gemeinsam ist, ich muss immer eine Verbindung aufbauen zur Datenbank und dann auch eine Tabelle auswählen. Erstmal die Datenbank überhaupt, also in Connection Datenbank auswählen und dann in die Tabelle der entsprechenden Datenbank eben hier Info, diese Werte hineinschreiben mit diesem SQL Statement, das hier drinnen in dem String steht. Und dann gibt es eine PHP-Funktion, MySQL Query, da kann ich dann diesen PHP-String übergeben und schließe dann die Verbindung zu der Datenbank wieder. Ja, also und im modernen PHP, da ist es so, da werde ich es genauso machen, da gibt es halt dieses PHP Database Object. Und da ist vielleicht, das ist ein bisschen flexibler, ich kann nämlich auch andere Datenbanksysteme auswählen. Also ich habe dann hier eben das Datenbanksystem MySQL stehen. Dann kann ich mit Doppelpunkt den Datenbanknamen ist gleich angeben. Ja, das wäre jetzt hier WebDev. Host kann ich da noch angeben, Localhost, da fehlt das T. Und dann Benutzername, Passwort angeben. Dann habe ich quasi eine Datenbank. Verbindung. Das Ganze steht in einem Try-Catch-Block. Das heißt, wenn da irgendwas schief geht, dann gehe ich in den Catch-Block. Das wirft quasi auch Exceptions, das ist eben auch neu. Im Gegensatz hierzu. Und dann kann ich mal ganz simpel einfach mit exec eine SQL-Statement eben ausführen. Insert into info values und dann kann ich hier diese zwei Variablen gleich mit rein basteln und dann wird das Ganze eingetragen. Das ist natürlich, sagen wir mal so, jetzt einmal nur das Beispiel, was nämlich da jetzt passieren könnte, dass man da natürlich sowas machen könnte wie SQL oder SQL Injections. Das heißt, ich könnte natürlich da irgendwelche
Sachen reinschreiben, die eben keine Namen sind und keine E-Mails, sondern eigentlich auch SQL-Statements. Und könnte sagen, ich mache hier die Klammer zu, mache einen Strichpunkt und dann geht es hier weiter mit irgendeinem komischen Kommando, das mir irgendwie nicht irgendwie schädliche Dinge tut, sozusagen. Ja. Aber als Beispiel nur mal, wie man jetzt da so minimal eben so eine Verbindung aufbaut und Daten in die Datenbank einträgt. Ja, und auslesen geht dann eben ähnlich. Ne? Also da muss ich halt auch immer wieder eine Verbindung aufbauen zur Datenbank. Dann die auswählen eben die entsprechende Datenbank. Also, und dann einen Query-String, also der mir diesmal aber was liefert, Select Stern from Info, einfach mal alles holen. Und dann kann ich das Ganze durchlaufen. Dann kann ich sagen, while, gibt es auch die While-Schleife, row gleich MySQL Fetch Array Query. Solange da was geliefert wird, läuft die Schleife. Und ich kriege hier natürlich als Wert, weil ja hier die Zuweisung in der While, in der Bedingung eigentlich drin steht, dass es solange das eben nicht null ist, läuft diese Schleife und das Row kann ich dann auswerten mit Row 0, das wäre die erste Spalte, und Row 1 die zweite Spalte, das sind eben die Einträge in der Datenbank, wie Name und E-Mail und kann die dann auslesen hier. Jetzt mit dem PDO geht es eben ähnlich. Ich muss eben auch eben eine Verbindung aufbauen, wie gerade vorhin auch. Und sagt dann, okay, ich habe hier ein Ergebnis von meinem Query, also da zu dem PDO-Object. Da rufe ich mit dem File hier eine Methode auf, nämlich Query, und da steht eben Select Stern from Info einfach drin. Und dann kann ich das auch wieder durchlaufen, das Result. Da ist es so, da sage ich dann for each result as row, da bekomme ich dann eben eine einzelne Zeile, row, und kann die dann auch wieder mit 0, erste Spalte und 1, zweite Spalte auslesen und habe das dann auch wieder in einem Try-Catch-Block, falls irgendwas schief läuft. Ja, da gibt es noch auch schöne Literatur dazu, das heißt auch online, also PHP.net, das kann man mal sehr warm empfehlen, das ist ein sehr gutes Manual. Also das ist einfach so, dass das wirklich auch in Deutsch irgendwo verfügbar ist und ich kann halt einfach alles suchen und habe da eine super Anleitung. Habe jetzt hier zum Beispiel diese PDO-Klasse und kann dann eben dann zum Beispiel zum Query mir mal anschauen, wie das eben genau funktioniert, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das aufzurufen. Ist jetzt wieder in Englisch, weil nicht alles übersetzt ist. Es gibt auch immer Beispiele zu dem Ganzen. Also diese PHP-Dokumentation ist da sehr schön. Genau, prepare. Also ich habe schon gemeint, diese SQL-Injections, die kann man natürlich vermeiden, indem man so prepared Statements eben verwendet und die dann ausführt. Gibt es auch genug Beispiele. Das ist immer ganz gut, da gibt es eben Beispiele und auch Leute, die dann irgendwo was dazu als Kommentar geschrieben haben. Sehr schön das Ganze, wirklich. Ansonsten kann ich das ja nochmal kurz mit meiner Tabelle auch mal versuchen. Also das heißt, ich habe ja hier ich nehme das jetzt einfach mal aus dem anderen Beispiel nochmal raus. Ich habe jetzt im Prinzip ja meine Datenbank schon angelegt, ja, und brauche jetzt noch das entsprechende Skript als Beispiel. Das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet, kann man sagen. Also ich habe jetzt hier das Ganze mal sieht dann so aus. Hoppala. Ja. Muss mal schauen, dass ich hier. Genau. So. Da habe ich jetzt auch
ähnliches Ding. Also ich kann jetzt hier mal die Datenbank auf der anderen Seite noch mal zeigen. So. Und zwar habe ich jetzt hier auch die schon vorbereitet, die heißt eben jetzt Info. Na. Neu. Adressen. Und Info und List, so ist es. Die Tabelle heißt List. Und hier habe ich im Prinzip eine ID. Dann habe ich hier noch den Namen und die E-Mail. Und das muss ich jetzt auch nochmal anzeigen. Da steht jetzt nur eine Adresse drin hier. Ne? Das sieht man hier. Und ich habe hier so ein Formular mit drei Feldern. Name, E-Mail. Und den Button zum Absenden. Das Skript hier, das Index.php-Skript, das ruft sich quasi selber auf hier. Das ruft sich selber auf. Und funktioniert eigentlich folgendes: Wenn ich das erste Mal aufrufe, dann ist ja diese Werte, die ich absende, die sind ja noch nicht da. Ne? Das heißt, $get in dem Fall, also die Get-Variable, senden, die ist nicht gesetzt, also da, deswegen kann man auch dieses isSet immer ganz gut verwenden. Das Ganze nennt sich auch Affenformular, weil das nämlich immer sich selber quasi aufruft, das Ganze. Am Anfang ist es eben noch nicht gesetzt, aber wenn ich quasi das einmal abschicke, dann ist im Prinzip der Wert gesetzt und dann kann ich das in die Datenbank eintragen. Ja, dann kann ich hier mit PHP exec das Ganze eben ausführen, insert into list, das wäre jetzt meine Liste, values. Dieser Auto-Increment-Wert, den kann ich immer mit null, wenn ich den mit null hier angebe, dann wird eben der Wert automatisch hochgezählt. Und dann eben diese get-Variable name und get-email, die in diesen Strings stehen, hier. Ne? Übrigens, wenn ich diese get-Variablen in solchen Strings hier angebe, dann ist es, brauche ich hier keine Anführungszeichen für diese Keys mehr. Ne? Also das muss ich außerhalb machen. Wenn ich die außerhalb irgendwie auslesen will, in eine Variable rein kopieren, aber in den Strings werden die so ausgewertet, dass ich da die $get und dann den Key, da muss ich keine Anführungszeichen machen. Das ist so eine spezielle PHP-Syntax. Genau, also da wird eben das ausgeführt, dass das rein kopiert wird in die Datenbank. Und dann mache ich folgendes, ich habe dann eine weitere Query. Ich hole mal auch alles von der Liste wieder raus, von der Tabelle List. Und mit for each Liste as value gebe ich mir einfach mal wirklich auch die Einträge nochmal aus, wie wir es gerade auch schon besprochen haben. Und dann das Ganze in Try-Catch eben eingeschachtelt, damit ich eben, wenn es keine Verbindung gibt, das Ganze auch nochmal irgendwo abtesten kann. Ja, und das Ganze kann man dann nochmal in Action sich anschauen. Also ich habe hier die Datenbank, ich habe auch irgendwo hier dieses Index.php. Ich rufe das nochmal auf. Und zwar ohne alles. So, da habe ich das Formular. Sagt er hier keine Verbindung, weil. Ah ja, genau, weil die Datenbankverbindung nicht passt. Da muss ich root schreiben. Und genau, dann funktioniert es. Also, das heißt, die Datenbankverbindung ist da. Auslesen tut das auch. Ne? Also, das. IfIsSet, das bezieht sich ja nur auf, wenn ein Wert schon angekommen ist. Ansonsten die Liste gibt er immer aus, aber jetzt kann ich da eben noch was anderes dazu machen. Ich kann jetzt da zum Beispiel mal den Hans mit rein und der hat dann h hans@oth-aw.de als Adresse, sende das ab, dann erscheint der unten auch, kann noch
wen anders dazu machen. Zum Beispiel die Pauline. @OTH. Halt, dann muss man natürlich hier Pauline und E-Mail schreiben, ist ja egal. Und sende die ab und habe die dann quasi in dem Formular drin. Ja, was da oben passiert, auch das sieht man auch gleich, was dieser Query String ist. Den kann ich mal hier kurz mit rein kopieren. Sieht eigentlich so aus. Also man sieht es hier schon, dass der String hier diese Variablen als get hinten mit dran kettet. Also PHP Fragezeichen Name. Dieses Name ist genau dieses Name hier. Der Name, dieses hier in dem Wert Name gleich Pauline. Das ist das, was ich in dieses Feld auch eingegeben habe. Und Mail gleich. Also Mail ist dann das nächste Inputfeld. Name gleich E-Mail. Also E-Mail ist dann hier das. Da ist dann der Wert, den ich hier eingegeben habe. Und zwar, wie man hier sieht, das ist auch interessant, vielleicht Pauline Prozent 40 OTH-AW.de. Das ist URL kodiert, weil ich ja das Add nicht in URLs angeben kann, wird das irgendwo maskiert und Prozent 40 ist eben, steht für das Add-Zeichen. Und die einzelnen Variablen, die werden am Anfang eben mit einem Fragezeichen an die URL drangehängt und die weiteren, alle weiteren Variablen mit und. Ja, und dann hier am Schluss noch und senden gleich senden. Das ist dann von dem Button senden auch nochmal der Wert, der an sich ja nicht verwendet wird. Und wenn ich das jetzt hier quasi so über das Formular an dieses Skript sende, also an das Index.php, dann geht eben in dem Index.php Skript der da rein, weil eben dann ist plötzlich die Get-Variable senden gesetzt und dann wird das eben ausgeführt. Der Vollständigkeit halber muss man auch noch sagen, dass diese ganzen Auswertungen tatsächlich nicht im Browser stattfinden, also das muss man extra nochmal erwähnen vielleicht, sondern das passiert alles quasi auf dem Rechner, der eben der Server ist, sodass ich quasi als jetzt User davon gar nichts sehen. Wenn ich mir jetzt hier mal den Seitenquelltext ansehe, dann sehe ich natürlich auch wirklich nur das Formular hier. Also das hier, das ist identisch. Das ist ja auch im Prinzip das HTML. Das geht ja im Prinzip, machen Sie mal nebeneinander, vielleicht auch ein bisschen größer und das ein bisschen kleiner. So, dann kann man es mal direkt vergleichen. Also das HTML ist hier. Bis hier ist es identisch. Das ist dann deine Eingaben auch, das steht hier auch noch. Das ist alles identisch. Und dann kommt eben eine Markierung, eben kleiner Fragezeichen PHP. Das ist im Prinzip das Tag, das markiert auf dem Server, dass der eben das eben an diese PHP-Engine übergeben soll, was jetzt folgt. Bis dahin, wo Fragezeichen, Spitze, Klammer zukommt. Und da endet dann im Prinzip das ganze PHP. Am Schluss ist dann noch das schließende P-Tag. Da muss auch eröffnen, das dazu geben. Das gibt es hier gar nicht. Das habe ich einfach vergessen. Das könnte man hier noch reinmachen. Ne? Ein kleines P. So, und da wird es quasi öffnen. Und dann wird es eben, ja, oder machen wir Diff oder so. Ne? Das wäre vielleicht sinnvoller hier in dem Fall. So. Also dann wäre im Prinzip das auch statisch und das. Und dazwischen wird eben dieser dynamische PHP-Teil liegen. Der wird am Server ausgeführt. Der wird auch die Datenbankverbindung aufbauen auf dem Server. Wird sich dann die Werte aus der Datenbank holen. Und das Ganze eben, alles was mit Echo ausgegeben wird, also das ist hier dieses Echo, das hier. Das ist das, was dann im Prinzip rauskommt als HTML-Text und das ist genau das hier. Ne? Also das heißt, das steht da zwischen zwei P-Tags und das ist genau das, was hier rauskommt. Das wird mit Echo
quasi generiert und was dann der Server schlussendlich dem Browser liefert, ist dann das generierte HTML. Ja? Also das Echo ist eigentlich der wichtige Befehl, um jetzt textuelle Ausgaben in Form von Ergebnissen, die am Server entstanden sind, in diese HTML-Seite rein zu generieren. Und die wirkt natürlich dann sehr statisch. Also da läuft überhaupt am Browser kein Skript, kein JavaScript ist da drinnen. Das ist alles am Server passiert. Das muss man dazu nochmal sagen. Ja, und jetzt bin ich da eigentlich durch das Ganze. Das war jetzt einmal nur ein kurzes Tutorial zum Warmwerden. Und ich würde natürlich jetzt anregen, wenn man das jetzt gesehen hat, dass man das vielleicht auch mal selber nachmacht, na, dass man sich dann Xamp oder MAMP runterlädt, das Ganze mal konfiguriert und mal so eine ganze Server-Geschichte mal selber ausprobiert mit PHP, mit einer Datenbank, mit irgendwelchen Werten, die man da reinschreibt und ausliest. Also ich hoffe, das war einigermaßen erhellend. Zielgruppe sind natürlich jetzt auch Leute, die das noch nicht gemacht haben. Und ich hoffe mal, dass das irgendwo verständlich war. Und ja, wünsche damit viel Freude und viel Spaß beim Experimentieren. Ja, gut. Dankeschön.